Am Mittwochmittag sah es noch so aus, als mache Frank Arnesen seinen Job wie immer. Und doch wusste der Sportdirektor da längst, dass der Aufsichtsrat sich von ihm trennen will. Als der Däne die HSV-Geschäftsstelle verließ, wollte und konnte er nichts weiter sagen. Nein, ich darf nicht sagen. Können Sie nur sagen, Sie bleiben oder Sie müssen gehen? Nein, bitte nicht. Ich will nichts sagen. Aber sehen wir Sie morgen nochmal wieder? Ja, ganz klar. Klar ist, dass der 56-Jährige nur noch einmal wiederkommen wird, um die Modalitäten seiner Entlassung zu klären. Der ohnehin klamme HSV muss für Arnesen, der noch einen Vertrag bis 2014 hat, und seine Mitarbeiter etwa 2 Millionen Euro Abfindung zahlen. Damit endet ein teures Projekt, das vor 2 Jahren als großer Coup gefeiert wurde. Frank Arnesen hat ja nicht nur als Manager internationaler Top-Clubs wie PSV Eindhoven, Tottenham und zuletzt die letzten 6 Jahre beim FC Chelsea große Erfahrungen und Erfolge gesammelt, sondern er verkörpert auch eine klare Fokussierung auf Nachwuchs und Ausbildung der Spieler. Beim FC Chelsea stand er federführend für einen Umbruch und die Stärkung des eigenen Nachwuchses. Genau das sind die Kompetenzen, die für unseren HSV von richtungsweisender Bedeutung sein werden. Doch Arnesen konnte die Erwartungen nie erfüllen. Verfehlte Personalpolitik, ein fehlendes Nachwuchskonzept und vor allem eine undurchsichtige Linie und Philosophie brachten den Aufsichtsrat gegen ihn auf. Unterstützung im Verein hatte er kaum noch. Für Arnesen, der als bestverdienender Sportchef in die Vereinsgeschichte eingeht, muss jetzt schnellstens Ersatz gefunden werden. Wunschkandidat Andreas Rettig hat bereits abgesagt. Im Gespräch sind weiter Felix Magath und Jörg Schmadtke.